An einem schönen Herbsttag kommt Ken von der Arbeit heim. Er freut sich schon auf Barbie und seine Kinder Lara und Laura. Ach, und natürlich auch auf Coco, den Waschbären. Auch Letizia, die Tante von Lara und Laura, ist da und ihre Tochter Lina. Hallo Barbie. Hallo Ken. Barbie, komm, das Wetter ist noch so schön. Lass uns ausreiten. Oh ja, Ken, ich komme. Wie schön es ist, Ken. Wie toll, dass wir ausreiten. Oh, Barbie, schau mal die Wolken. Ich glaube, es gibt ein Gewitter. Oh, schade. Ja, leider. Es war ja so schön. Lass uns schnell nach Hause reiten. Ja, ist gut. Ich habe eine Idee, Barbie. Wir fliegen dorthin, wo schönes Wetter ist, in den Urlaub. Kinder, euer Vater hat beschlossen, wir fahren alle in den Urlaub. Mit Tante Letizia und eurer Cousine Lena. Ja! Mit unserem eigenen Flugzeug, gleich morgen früh. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Ich kann gar nicht laufen. Gute Nacht, Lara. Gute Nacht, Letizia. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Laura. Gute Nacht, Lena. Ich kann nicht schlafen. Ich kann noch nicht einschlafen. Schlaft jetzt, Kinder. Ich mag auf Engel Melli reiten. Nein, ich! Kinder, hört auf zu streiten. Macht euch fertig, wir fliegen gleich los. Lara ärgert mich immer. Lass dich doch nicht ärgern, wir freuen uns jetzt auf den Urlaub. Wo gehen wir hin, Papa? Nach Spanien, zu unserem Privatstrand. Es wird euch gefallen. Ach, ich freue mich schon so. Und heimlich schleichen sich die Katze Mimo und der Waschbär Coco mit ins Flugzeug. Und die Kinder helfen ihnen dabei. Alle festhalten, es geht los. Kinder, seht ihr, wer noch mitfliegt? Es ist Emily, der Elefant. Es ist so eine tolle Idee. Der Strand, die Sonne. Und sieh mal die Kinder, wie sie Spaß haben, im Sand zu buddeln. Ja, und ich werde endlich wieder schön braun. Buddel, buddel. Baga, baga. Schau mal, Lara, was ist das? Eine Tafel, glaube ich. Geh weiter. Schau mal, Mama, was wir gefunden haben. Oh, ich glaube, es ist ein Zauberspiegel. Der Spiegel will uns was zeigen. Schau mal rein. Ist das ein Tier? Es schaut ganz traurig aus. Wir müssen ihm helfen. Aber wo ist es? Ich glaube, der Spiegel zeigt es uns. Schau mal das Licht. Helfen. Wir müssen das Tier helfen. Und so fanden sie das arme Tier dank dem Zauberspiegel. Auch Mimo und Coco trauten sich jetzt raus. Sie waren alle vereint und glücklich. Nur der Film, der ist jetzt aus.